Willkommen zurück, meine hochverehrten Ixion-Freunde und alle, die es werden wollen. Lasst mir gerne das Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserer Kolonie weitergeht. Wir sind mittlerweile tatsächlich so weit, dass wir den zweiten Sektor freigeschaltet haben und die ersten Halden bauen und der Rumpf langsam aber sicher repariert wird. Kryokapseln sammeln wir ebenfalls auf und Nahrung wird langsam aber sicher hier rein transportiert in die Gegend. Wir haben eine Legierungshalde, wir haben eine Nahrungsmittelhalde und wir haben zum ersten Mal Nahrung auf dieser Seite. 40 Besatzungsmitglieder hungern in Sektor 6 und außerdem haben sie keinen Ort zum Wohnen. Das heißt, wir können jetzt auch ein paar Quartiere bauen. Wo stellen wir sie hin? Ich würde jetzt mal sagen, wir können sie sogar hier in zwei Reihen direkt in die Mitte stellen. Ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht übel. Also so ein bisschen mehr hier, gerade hier an dieses Sektor 6 Gebäude hin, weil da kann eh niemand anders hin. Also wenn wir hier 1, 2, 3 Gebäude reinbauen, die dann vielleicht sogar noch von der anderen Seite ebenfalls ausstatten, ist das vielleicht gar nicht so dumm. Glaube ich auf den ersten Blick mal. Ob das nachher tatsächlich so ist, muss ich erstmal herausstellen. Jetzt können wir auch die ganzen anderen Ressourcen wieder einsammeln, die ich erstmal irgendwie abliegen lassen. Okay. Soweit. Erstmal so gut. Übrigens geht mir mal wieder der Strom aus. Das heißt, wir müssen außen weitere Solarpaneele anpappen. Moment mal, okay, wollen jetzt erstmal den Rumpf reparieren. Auf ein bisschen mehr Hüllenintegrität, damit die Leute glücklich sind. Was ich verstehe, ich würde auch nicht gerne mit so einem kaputten Rumpf durch die Gegend fahren. Was ist da hier irgendwie mit obdachlos? Mal sehen, haben wir obdachlose Leute gerade? Es geht, aber ich glaube, ich kann hier okay, Kryokapseln brauchen wir dann jetzt auch nicht mehr an der Stelle. Wir brauchen nochmal irgendwo einen Ort für Kohlenstoff und einen Ort für, ich blick's auch nur noch so halb, und Eis und Kunststoff und mach mal Wasserstoff. Ach, wird schon passen, oder? Wird schon passen. Okay, aber das bedeutet, wir können noch, ich glaube, wir brauchen unbedingt nochmal eine Einlogbucht. Wir brauchen mehr Raumschiffe, die da draußen rumfliegen. Und zwar so schnell es geht. Wir brauchen so schnell es geht alles Mögliche. Ja, Ressourcen in großem Maßstab. Wie sieht's aus? Es sind immer noch, hungern immer noch die Leute. Und es gibt auch kein Gesundheitsgebäude. Immerhin ist noch niemand verletzt. Aber ihr wollt eine Krankenstation, oder? Ihr wollt eine Krankenstation. Und hier könnte ich, wenn ich das nochmal baue, hier kann ich nochmal 1, 2, 3. Kann ich nochmal zwei Gebäude reinpacken. Das heißt, lieber keine Krankenstation direkt hier, sondern lieber nebenan hinstellen. Irgendwie so. Können wir auf die andere Seite noch mehr Häuser hinstellen. Auch wohl. Ja, so ganz. Ja. Lassen wir es mal da. Ich glaube, ist okay. Können wir gerne ein paar Tipps reinschreiben, wie man es richtig macht, auch wenn es sein kann, dass ich gerade unterwegs im Urlaub bin. Vermutlich bin ich jetzt im Urlaub und das sind alles voraufgenommene Videos. Okay, Legierung. Oh, Moment mal. Ah, ja, stimmt. Wir wollen ja Legierung. Wir brauchen Legierung bis zum Abwinken. Wir brauchen Legierung. Das heißt, eigentlich kann ich sie gerade gar nicht für diese ganzen Gebäude hier verwenden. Beziehungsweise, was ich brauche, sind Stahlwerk. Wo ist das? Fabriken? Stahlwerk. Oh, ist halt schon echt groß. Das ist wirklich riesig. Ich kann es nicht so hinsetzen, warum?
Boom. Ach du Schande. Okay. Polymere brauchen wir auch. Die haben wir hier ebenfalls nicht. Rumpfintegrität wird auch immer schlechter. Ne, es wird besser. Es ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich mache die Dinge nicht gut gerade. Ich habe das Gefühl, als mache ich sie nicht gut. Stahlwerk zu bauen wäre schon die Priorität gewesen. Es gibt keine aktive Halde für Kunststoff auf der Seite. Klar. Gibt's nicht. Nur dann kann der Sektor auch Kunststoff kriegen. Okay, dann. Seid ihr immer noch obdachlos? Immerhin ist keiner mehr obdachlos. Okay, das könnt ihr mal demontieren. Ihr habt immer noch Hunger. Aber hier ist doch das Gebäude. Einnahrung versorgt. Hier müsste doch alles okay sein. Na, 40 Besatzungsmitglieder hungern in Sektor 6. Warum denn? Ihr habt doch hier mehr als genug Nahrung. Das müsste doch reichen. Okay, jetzt hungert keiner mehr. Okay, hoffentlich gibt es bald gute Neuigkeiten. Wie was gibt es hier auf der Venus? Zusammenfassung der Informationen über die Moribahn-Station. Die Ausbesserung des Fließbandes ist abgeschlossen. Die Maschinen gehörten der UNO und sind fortschrittlicher als unsere Systeme. Die Anlage unterstützt volle Automatisierung, was es uns ermöglicht hat, eine Reihe von Materialien für den Abtransport vorzubereiten. Bei den Ausbesserungsarbeiten entdeckte ein Ingenieur Inschriften von Ulixis, dem Administrator der Neptun-Hyperluxus-Station Tiaki. Er bedauert das Schicksal der Bewohner der Station und gibt an, die Anlage zur Reparatur eigener Schiffsteile genutzt zu haben, um das Hauptquartier des Schwarzmarkt-Kollektivs zu erreichen. Okay. Naja, immerhin. Ein paar überleben ja anscheinend noch. Wir brauchen Stahl. Wir halt mit. Was braucht das Ding? Es braucht Elektronik, nicht Kunststoff. Hier. Aber hier gibt es auch noch Elektronik. Erntet. Erntet den ganzen Kram. Wir müssen immer noch reparieren, aber wir haben es, glaube ich, bald. Wir haben alle Wissenschafts... Die Überlastung hat zu einem Vertrauensverlust von 6%. Oh, verdammt, ich habe keinen Strom mehr. Okay, okay. Habe ich nicht aufgepasst? Okay. Ihr habt echt... Ihr kriegt nie genug Leute. Wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Was wollt ihr? Was wollt ihr hier links? Wollt Strom, nehme ich an. Administrator, es kam zu einer Überlastung. Während der Konzeption dieser Mission wurden viele Begriffe Prototypengebäude in meinen Datenbank gespeichert. Mit dem gesammelten Wissen unseres Erkundungsteams können wir diese anpassen. Stanfords Team fehlt ein Feld da, um diese Pläne zu realisieren. Doch wir können ihr volles Potenzial ausschöpfen. Batterien werden in der Tycoon ermöglichen, beim Ausfall die Energieversorgung mit einem Schaltet auf Hilfsstromkreis um. Na dann. Achso, wir können Batterien überlasten. Und irgendjemandem und irgendwelchen Gebäuden nochmal extra Strom geben. Oder wir schalten ein paar Gebäude aus, die gerade nicht ganz so relevant sind, wie zum Beispiel... Ah je. Wie uns zum Beispiel unser Sondenwerfer. Solange wir keine Sonden raushauen. Das Kryozentrum ist sowieso deaktiviert. Ist alles okay. Alles okay. So.
Nahrung gibt's genug. Jetzt brauchen wir nur noch hier. Krankenstation. Bauen wir auch noch. Halt mal, wie viel Strom braucht die drei? Das Stahlwerk braucht viel zu viel Strom. Polymerraffinerie wurde erforscht. Und wir als nächstes die Elektronikfabrik. Okay. Aber das kommt alles später. Das wird der Produktionssektor. Der rechte wird der Nahrungsmittelsektor. So stelle ich mir das gerade vor. Wir schnappen uns alle Ressourcen, die wir kriegen können. Das Stahlzentrum wird sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, das Krankenhaus. Wir stoppen mal das Krankenhaus. Für jetzt. Okay, strommäßig krapseln wir schon so ein bisschen aus dem letzten Loch. Vielleicht kann ich eine Sonne losschicken. Irgendwohin mit Legierung. Ich glaube, Legierung findet man nicht einfach so. Das wären dann eher die Wissenschaftspunkte. Da zum Beispiel. Der Sonnenwerfer ist deaktiviert, weil ich gerade keinen Strom dafür habe. Ja. So ist das Leben. Und ich habe das Gefühl, meine Nahrung... Oh ne, die geht nicht aus. Wir haben mehr Nahrungsproduktion, als wir brauchen. Das ist mit Abstand das Wichtige. Okay, wenn das Ding hier in Aktion tritt, haben wir 15 Strom zu wenig. Was gibt's hier? Wir haben einen Asteroidengürtel erreicht. Ah, wir haben ein Signal abgefangen, das auf eine Dolos-Frequenz sendet. Die Signatur deutet auf sofort seiner industriellen Mineralgewinnungsanlage Stanford-Einrichtung hin. Übertragung von Teammitglied Adelberg Vogt, der Calypso. Wir gehen davon aus, dass die Stanford-Einrichtung viele nützliche Materialien beherbergt. Um sie zu bergen, müssen wir Teile der Anlage demontieren und uns Zugang verschaffen. Es wurde ein Kontrollzentrum identifiziert. Es ist jedoch durch ein Tor versiegelt, auf das ein UNO-Logo gemalt wurde. Unter dem Logo befindet sich eine Nachricht in einer unbekannten Sprache. Wir wissen nicht, was sie bedeutet, doch dort befindet sich auch ein spiralförmiges Symbol. Okay. Ich würde mal sagen, wir demontieren die Stanford-Anlage, um die Ressourcen im Inneren zu kriegen. So, wenn das Ding hier aktiv wird, was mache ich denn da? Okay, die Kunststoffhalde kann ich deaktivieren. Immerhin. Können wir noch was deaktivieren? Okay, wir haben zwei Kunststoffhalden. Können wir auch nochmal eine deaktivieren? Und fünf brauche ich noch. Die Kryokapseln können wir, glaube ich, auch deaktivieren. Brauche ich noch ein ganz kleines bisschen? Eine Nahrungsmittelhalde kann auch noch deaktiviert werden. Jetzt haben wir genug, um das Eisenwerk in Betrieb gehen zu lassen. Okay. Wie sieht's aus? Jetzt brauchen wir Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, jetzt brauchen wir Eisen. Das bedeutet eine neue Halde. Eine Eisenhalde. Wo stellen wir die hin? Hier zum Beispiel. Eisenhalde hier hin. Und dummerweise brauchen wir hier... Ah ne, hier gibt es ja schon eine. Okay. Soweit so gut. Die hier können wir so lange deaktivieren. Und dann transferieren wir mit unserem Ressourcenmanagement Eisen. Es gibt eine eingehende Übertragung. Was wollt ihr? Administrator, wir empfangen eine Dolos-Notfallsequenz von der Einrichtung Outer Hope. Okay. Das Dolos-Protokoll schreibt vor, sich im Falle eines größten Systemausfalls unzuvorzüglich mit dem nächstgelegenen Dolos-Standort in Verbindung zu setzen. Okay, interessanterweise gibt es anscheinend einen Standort. Die Station Outer Hope verfügt wahrscheinlich sowohl über das Material als auch über das Fachwissen, um die Schäden am Wohlantrieb zu reparieren. Fuck. Okay.
Es gibt schon wieder. Es gibt schon wieder einen Unfall. Okay, wir müssen die Krankenstation ausbauen. Mist, Reparatur läuft. Okay. Was gibt's sonst noch? Ein Besatzungsmitglied starb. Immerhin reparieren wir. Was gibt's hier außen? Asteroidengürtel wird weitergebaut. Halden existieren. Jetzt können wir mit dem Ressourcenmanagement das Eisen hier rüber transportieren. Hier wollen wir höchstens 20, wenn überhaupt. Okay. Es gibt keine Gesundheitsgebäude, gleich schon. Den Rumpf reparieren wir ebenfalls. Wir haben zwar nicht mehr viel Energie, das heißt, sobald die Krankenstation aktiv wird, habe ich wieder keinen Strom. Ach Gott. Okay. Sobald die Krankenstation aktiv wird, haben wir wieder keinen Strom. Das heißt, ich muss irgendwas anderes deaktivieren, zum Beispiel eine Insektenfarm. Okay, wie geht's hier weiter? Zusammenfassung. Wir haben das Marduk-Ratsmitglied entsprechend wurde beim Betreten der Einrichtung akribisch organisierte Ressourcenpakete im Lager gefunden und für den Abtransport vorbereitet. Und das war's, oder? Mehr gibt's nicht? Alles klar. So, langsam kriegen wir Legierungen. Das Ding produziert 15 Einheiten in 15 Legierungen pro Zyklus. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Hier gibt's Überstunden in dem Sektor. Weil irgendwie nicht genug Leute hier wohnen, oder? Wir müssen Leute hier rüberschieben. Denn hier seid ihr optimal drauf. Was ist hier? Hier gibt's auch einen Unfall. Eine Störung verhindert den aktiven Betrieb. Okay. Okay. Dann müssen wir den wieder aktivieren, glaube ich. Ah! Fuck. Wieder deaktiviert. Wieder deaktiviert. Wie viel Rumpfintegrität haben wir? Wir haben eigentlich noch Zeit. Und bau das Ding. Bauen echt mehr Strom. Okay, das fand ihn. Höhlenintegrität unter 10%. Hier können wir... Okay, wir müssen die Höhle reparieren. Scheiße. Okay. Repariert die Höhle. Aber wir haben keine Legierung, um die Höhle zu reparieren. Das heißt, wir müssen jetzt Ressourcen... Und zwar Legierung... Oh, deswegen... hier, der Rest auf der anderen Seite. Was wollt ihr? Es gibt derzeit viele eingelagerte Kryokapseln. Das Wissen um den Zustand möglicherweise noch lebender Familienmitglieder wirkt sich nicht positiv auf die Besatzung aus. Um das Überleben der Menschen zu sichern, benötigt die Tränke so viele Besatzungsmitglieder wie möglich. Anhäufung von Kryokapseln in den Halden der Station zu befassen, alles klar. Wir garantieren die Erweckung von 50 Kryokapseln. In 24 Zyklen. Alles klar. Aber wir haben gerade keine Legierung, Leute. Und wir müssen noch die Rumpfintegrität verbessern. Was mache ich, Leute? Ich fühle mich ein bisschen überfordert. Also, wir transportieren erstmal Legierung hier rüber. Wir wollen mindestens 30 Legierungen im rechten Sektor. Die bringt ihr hier rüber. Mit diesen Legierungen können wir entweder den Rumpf reparieren oder außen was bauen.
Dadurch, dass wir jetzt endlich ausreichend Eisen haben, können wir uns erstmal auf die Rumpfreparatur konzentrieren. Würde ich jetzt mal sagen. Was ist eigentlich dieses dritte Ding? Abfall. Das produzieren die auch. Okay. Überstunden. Benötigte Arbeitskräfte im Sektor 69. Aktive. Okay. Sektor 6 hat zu viele. Wir machen Überstunden. Die Straßen können wir abreißen. Solange wir sie nicht brauchen. Sonst irritieren die nur. Jetzt ist ja eigentlich alles geschwätzt. Okay, die Rumpfreparatur, wie sieht's mit der aus? Ist gleich fertig. Sobald der Rumpf repariert ist, können wir uns auf andere Sachen fokussieren. Nahrung gibt's ja überall genug. Eisen gibt's auch bis zum Abwinken. Mit dem Ressourcenmanagement passt das auch erstmal. Im Weltraum. Was macht die Kalypso? Gar nichts. Die hängt jetzt erstmal so rum. Und macht erstmal gar nichts. Okay. Gerade macht sie gar nichts, weil hier ist alles fertig. Also wir müssen gleich eine Sonde losschicken, sobald der Rumpf repariert ist. 76, 77, 78, 80. Mist. Okay, es hat ewig gedauert, den Rumpf zu reparieren. Es wird weiterhin ewig dauern, den Rumpf zu reparieren. Und ich brauche allerdings auch Strom. Wie sieht's mit meiner Legierung aus? Okay, langsam aber sicher kriegen wir immer mehr Legierung. Was geht's hier ab? Stabilität in Sektor 6 ist niedrig. Okay. Okay, okay, okay. Denk nach, Hamster. Wie können wir die Situation verbessern? Wir brauchen eine weitere Außenbordschleuse. Oder eine weitere Andockbucht. Die Außendockschleuse. Andockbucht könnte uns weitere Schiffe geben, die wir rausschicken, um Ressourcen einzusammeln, die wir dringend brauchen. Die Außenbordschleuse ermöglicht uns Reparatur und Konstruktion gleichzeitig. Ich tendiere dazu, lieber nochmal eine Andockbucht zu bauen, um die ganzen Ressourcen einzusammeln, die hier draußen rumhängen, die wir für unsere Fabriken benötigen. Aber ich habe keinen Strom. Mist. Kann ich irgendwie mehr Strom regenerieren? Also wir können... Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Außenbordschleuse. Wir werden früher oder später nochmal eine brauchen, nicht wahr? Wir werden früher oder später nochmal eine brauchen. Brauchen wir 9 Personen und 12 Strom. Das heißt... 12 Strom kann ich, wenn ich 3 Insektenfarmen abschalte, generieren. Okay, ich kann die Forschung einmal kurz stoppen. Ich denke, das geht. Okay, wir stoppen die Forschung. Bauen nochmal eine Außenbordschleuse für 12. Dann können wir nicht gleichzeitig reparieren und weitere Strukturen bauen. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Das Ding kommt hier ganz an die Ecke ran. Und ich würde mal sagen, wir können auch uns auf die andere Seite hinstellen. Sieht so aus, als brauchst du viel weniger Platz, aber es braucht wahrscheinlich ganz genau gleich viel Platz. Okay. Und ich glaube, ich stelle die direkt hier auf die Seite. Ganz weit auf die Seite. Hier können wir... Eigentlich wäre es am besten... Also hier, 3 Felder Platz sind okay. Mit weniger als 3 Felder Platz kann man halt nichts anfangen. Dann würde ich sagen, führen wir die Straße hier weiter. Dann können wir da nämlich noch irgendwas hin positionieren. Und reißen die andere Straße ab. Okay.
So, jetzt der Plan wäre, dass wir hier nochmal die Außenbauschleuse bauen. Um den Rumpf nochmal besser zu reparieren und auch simultan für weiteren Strom zu sorgen. Ihr seid unzufrieden, weil es Überstunden gemacht werden. Wir haben keine Einwohner, wir müssen Kryokapseln aufwecken, nicht wahr? Mhm. Ja, wer will denn eigentlich die Nicht-Arbeitskräfte haben? Arbeitskräfte. Ja, okay. Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist. Ein Vorfall in Sektor 6 führte zu einer Abschaltung der Halde. Ah. Katastrophe. Wir brauchen mehr Leute hier, oder? Okay. Okay. Wir stoppen mal die Forschung. Aktivieren das Kryozentrum und wecken Leute auf. Das Ding bauen wir. Ein Besatzungsmitglied starb während des letzten Unfalls. Wir brauchen neue Gebäude. Nochmal eins. Und nochmal zwei hier hin. Was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Okay, wir schicken mal eine Sonde raus. Denn wir brauchen... Was brauchen wir eigentlich? Keine Ahnung. Wir brauchen mehr Events. Wir brauchen mehr von allem. Wir brauchen Wissenschaft. Und wir brauchen Eisen. Hier ist zum Beispiel extrem viel Eisen zu finden. Da können wir einmal eine hinschicken. Ich denke, da machen wir erstmal nichts falsch. Wir bauen nicht automatisch eine Sonde. Eisen haben wir mehr als genug. Wie sieht's aus momentan mit Flottenmanagement? Das braucht aber... Ja, okay. Nehmen wir es halt mit mittlerer Priorität mit. So viel Eisen. Ich komme schon klar. Unser Bergbauschiff... Darf ruhig alles abbauen. Okay, wir brauchen also mehr Leute im linken Sektor. Wir müssen Leute erwecken. Und wir dürfen natürlich... was sag ich hier los? Das Gebäudelager ist voll. Und die Halde ist leer. Warum das denn? Ach so. Die transportieren. Okay, die transportieren halt alles überall hin. Ah, soweit klar. Klar, okay. Okay, die transportieren einfach alles überall hin. Das heißt, wenn die gerade damit beschäftigt sind, den Stahl irgendwo nach links zu transportieren, ist für die anderen nichts da. Mhm. Also wir brauchen eigentlich nochmal so ein Ding. Oh je. Yeah. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich glaube, alles bricht auseinander. Immerhin ist die Außenbauschleuse gleich fertig. Okay. Das Ding entsorgt Müll. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Strompuffer. Es kommt weiteres Eisen, es kommen Kryokapseln, es kommt alles Mögliche. Im Moment haben wir schon drei Leute erweckt. Aber den Rumpf kriege ich nicht repariert. Dummerweise. Okay, immerhin hier werden jetzt neue Gebäude gebaut. Ja, das mit der Rumpfintegrität verkacke ich. Aber, naja. Okay, Überstunden werden jetzt langsam weniger. Einwohner
können rübergeschoben werden. Ist eigentlich auch Menschenressourcenmanagement? Nee. Nee. Das Vertrauen des Administrators ist um 15 gesunken, da die Tycoon-Industrie nicht ab... Ach, ich hab's nicht geschafft. Okay. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Gerade bin ich so schlecht. Okay, aber da das jetzt mit der Rumpfintegrität sowieso egal ist, kann ich damit anfangen, die Solaranlage zu bauen, weil ehrlich gesagt war das ja immer der Anfang der ganzen Bredouille. Ich denke mal, hier diese zweite Außenbordschleuse ist schon okay. Können wir durchaus gebrauchen. Jetzt muss ich nur noch die Polymerfabrik hier aktivieren. Ansonsten werden nämlich... Ach Gott, jemand ist hingefallen. Leute, Leute, Leute. Ich krieg's echt nicht auf die Reihe. Okay. Es ist alles nur so halb gar. Alles nur so halb gar gerade. Ich habe das Gefühl, sobald wir anfangen Strom zu haben, mehr Strom, wird alles besser. Oh, okay. Okay. Alles wird besser. Nicht wahr? Viel besser. Davon bin ich überzeugt. Okay, jetzt bauen wir die nächste Andaugbucht. Hier passt die perfekt hin. Und hier sind außerdem immer noch so ein paar Felder frei, um andere Sachen zu bauen. Wie sah ich mit dem Ding aus? Gebäude ist nicht mit einer aktiven Halde verbunden. Ah, das müssen wir reparieren. Okay, jetzt kümmern wir uns mal darum, Kryokapseln aufzuwecken. Ich glaube, wir brauchen nochmal Kryokapseln-Aufwecker, weil wir sonst nicht fertig werden. Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Und ich keinen besseren Platz dafür habe. Okay, alles wieder aktivieren. Es gibt eine neue Anfrage. Was wollt ihr diesmal? Ach Gott, ich habe schon fast wieder keinen Strom. Wo gibt's hier? Gibt's die Anfrage? Was gibt's? Repariere den Rumpf auf 50% in 15 Zyklen. Okay. Aber eigentlich will ich erstmal lieber nochmal Strom haben. Machen wir erstmal das. Wenn wir dann extra Strom haben. Okay, pausieren wir das mal. Hier wird der Rumpf repariert. Deaktivieren. Okay, doch, baut. Das eine Ding muss das, den Rumpf reparieren. Wir haben ja eine. Okay, jetzt haben wir sogar zwei. Das heißt, wir können simultan. Aber ich befürchte, dass mit den Kryokapseln wird nichts. Wir werden mal wieder Vertrauen in mich verlieren. Unglaublich. Das ist eigentlich immer noch Überstunden. Wir brauchen immer noch. Wir haben doch. Also, warum ist hier eigentlich keiner? Warum ist hier eigentlich keiner? Warum will da keiner wohnen? Ich schätze. Okay, immerhin die. Jetzt ist fertig. Rumpfreparatur aktiviert. Rumpfreparatur aktiviert. Wir haben Strom. Wir haben Nahrung. Es ist wieder gut, oder? Es wird alles langsam, aber sicher wieder gut. Auch wenn das hier wahrscheinlich nicht fertig wird. Das hier produziert 15 pro Zyklus, aber das reicht nicht, oder? Das reicht nicht. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen gleich nochmal ein Stahlwerk. Okay, also das geht schon ziemlich turbomäßig ab.
so mit der Zeit. Aber immerhin ist der zweite Zyklus, glaube ich, eine gute Sache. Habe ich eigentlich viel zu viele Wohnungen für die Leute, die hier existieren? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, noch ist es okay. Eisen haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Und der Sonnenwerfer ist wieder da. Brauchen nur Kunststoff und halt Strom. Jetzt können wir die Sonnen wieder rumschicken. Okay, jetzt schicken wir die Sonnen wieder rum. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Dann geht's richtig rund mit Sonnen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.